Aloha Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir haben in der letzten Folge ja eigentlich gar nicht mal so viel gemacht, noch einen kurzen Besuch abgestattet bei Ash, die ja jetzt nun zum Spectre ernannt wurde und ich denke mal, es wird Zeit hier jetzt gar nicht mal lange rumzufaseln, zurück auf unser Schiff, der Normandy, zurückzukehren und mal eine richtig fette, was, wir sollten vielleicht mal bei Shuttle Paul in der Waffenkammer vorbeischauen. Muss es sein? Gut, wir gehen in die Shuttlebucht, quatschen da mit diesem komischen Typen. Er hier? Ja. Und dann machen wir aber eine Mission. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Oh, Beziehungsstress. Nein, nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt, ich war noch nie so allein wie jetzt. Na, ich hoffe mal, es wird jetzt nicht falsch gedeutet, wenn ich jetzt das hier anklicke, weil ich will nicht trösten, nur aufmuntern. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard, wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Und mich war zufrieden. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass es ihm jetzt wieder ein bisschen besser geht. Naja, gut, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht ein bisschen. So, dann können wir jetzt mal ins Kampf-Infizenti-Zentrum. Quatsch nochmal hier mit Mäuschen. Commander? Gut, sie will nicht mit uns reden. Die mag uns nicht. Haben wir wieder eine neue Nachricht bei WhatsApp hier? Nein. Gut. Ja, Taktik und so weiter. Wollen wir nicht machen. Wir kaufen uns die Galaxie, genau. Wir öffnen die Karte und kaufen uns die Galaxie einfach. So, wir verlassen die Hütte hier. Gehen zum Massenportal. Oh, Überlebende. Was? Ist da so viel los da, Mensch? Ach ne, hier. Turianische Überlebende exfiltrieren. Cerberus-Präsenz untersuchen. Hier ist nichts. Hier sollen wir die Studenten retten, Artefakte finden, vermissten Kundschafter nachgehen. Das hat noch Zeit. Cerberus Labor, die gehen mir ehrlich gesagt auf den Sack. Die haben auch noch Zeit. Ich würde sagen, wir gehen mal hier die Torianischen Überlebenden exfiltrieren und ein bisschen die Cerberus-Präsenz untersuchen. Eins von beiden auf jeden Fall. Mich würde das schon interessieren, weil wir ja ein bisschen mit den Reaper kuscheln. Mit den Reapern sind ja mehrere. Wenn es nur einer wäre, das wäre viel besser. Können wir hier mal ein bisschen rumscannen. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Aber ich glaube, bei diesen Standardwelten gibt es meistens gar nichts. Wir sind ja jetzt hier schon öfters mal rumgeflogen, haben gescannt, aber nichts wirklich gefunden. Da müssten wir das Areal hier verlassen in die Richtung oder in die Richtung und dann finden wir vielleicht doch was. Aber gut, ist mir jetzt erstmal egal. Wir fliegen durch die Sonne, falls es eine Sonne sein soll. Treibstoff ist immer noch voll. Nach Tuchanka. Was ja die Heimat der, die anderen da sind. Tuchanka. Steht das hier irgendwo? Wie hießen die denn? Krogana, genau. Die Krogana waren das. Wollen aber die Cerberus-Präsenz untersuchen. Ja, Cerberus Präsenz hat ja eigentlich nichts mit den Reapern zu tun, aber
Gut, wir nehmen die beiden mal wieder mit. Und dann hoffe ich mal, dass Ashley auch bald wieder bei uns im Team ist. Ich fühle mich nicht vollständig mit ihr. Und ich wollte mal eine andere Waffe nehmen, weil die ist ja nun an sich ein bisschen... Ja, die ist zwar gut, aber die ist halt übelst... Ja, was die für eine Präzision hat, ist doch für einen Arsch. Vielleicht verzichten wir einfach mal auf ein bisschen... Vielleicht nehmen wir das hier mal mit. Das Gav-Impulse-Gewehr. Was haben wir denn hier drauf? Erhöht den Schaden. Das ist immer gut. Verbessert die Magazinliche der Waffe, dass mehr Schüsse abgeschossen werden können. Eine auf Zielfernrohr. Zielfernrohr hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war ja nun ein ziemlicher Fail. Verringert beim Feuern den Gesamtrückstoß der Waffe. Rückstoß. Ja, es gibt vielleicht nochmal ein bisschen Präzision. Vielleicht nicht so viel, aber schauen wir mal. Wir nehmen die einfach mal mit. Vielleicht bringt die ja was. Können wir irgendwas machen? Ja, wir können die Brandmunition ein bisschen erweitern. Gut, hier ist nichts weiter zu tun. Da können wir nochmal was machen. Zack. Und dann bestätigen wir das Ganze und schauen mal rein, was da auf Tuchanka so los ist. Cerberus-Truppen landen abseits der Tuchanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein, aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich, Hackett Ende. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht. Das ist ja schon mal ordentlich was los. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Gut. Tun Sie das. Ich hoffe mal, ich bereue das jetzt hier nicht mit der Waffe. Die Frage ist natürlich auch, wo gehen wir denn jetzt lang am besten? Hier liegt Muni, das ist ja ein bisschen unnötig. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ein paar Credits. Credits sind immer gut. Die können wir immer mal gebrauchen. Die Kanone geht mir ein bisschen auf den Senkel. Was haben wir hier? Nix. Geh weg da. Mann, diese... Mann. Du sollst ja nicht entdecken gehen. Da lag doch noch irgendwas. Hä? Ich blind? Besoffen? Gut, hier ist eigentlich nichts weiter. Auch überall nur Munition. Das ist nichts, was wir jetzt hier wirklich brauchen. Oh, das ist ein Gegner. Okay, mit dem Ziel ist so eine Sache, ne? Oh. Hä? Hä? Genau. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Da ist eine Leiter, wo wir runter können. Gut, da müssen wir jetzt erstmal handeln. Wir nehmen mal... Was nehmen wir denn? Am besten die Kryo-Munition. So, dann vereisen wir die Kollegen einfach ganz frech. So. Ich denke mal, damit haben wir auch ein bisschen bessere Chancen. Hier ist nur ein bisschen Muni. Das haben wir ja geschossen. Können wir die auch benutzen. Da läuft da jetzt viel besser, Mensch. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Oh. Oh. Erste Hilfe. Die Entdeckung. Hihi. Oh. Die Entdeckung. Werfen wir da mal ein Granätchen hin. So. Ja, schalten wir erstmal. Da ist ja auch noch einer. Der geht mir langsam auf den Senkel. So. Dann sammeln wir uns nochmal ein bisschen Muni ein. Laden hier nochmal fleißig nach. Und wozu die Leiter nehmen, wenn wir hier einen ganz praktischen Aufstieg haben. Aber hier ist auch nichts weiter, außer halt Muni. Ah, die ist ja voll bei uns. Okay.
Kontrollzentrum gesichert. Da ist nochmal ein Medikit. Ich hab gesagt, da ist ein Medikit. Zwei Medikit sogar, sehr schön. So, die Steuerung nehmen wir gleich in Beschlag. Da geht's dann weiter. Da waren wir überall schon. Okay. Dann schauen wir uns das Ding einfach mal an. Los, Shepard, schneller. Konfigurieren das Ding um, oder? Sie ziehen den Stecker! Sie müssen die Energie, okay, Energie reaktivieren, na toll. Dann los! Feinde im Anmarsch! Kein Problem. Oh oh. Das sieht nach keinem Standardgegner aus. Okay, Nemesis. Neuer Gegner. Den schauen wir uns dann bei Gelegenheit auf jeden Fall. Die werden wir uns bestimmt noch öfters besuchen kommen. Jetzt habe ich es. Bin gerade ein bisschen konzentrierter. Tut mir leid. So. Ah, die Waffe gefällt mir, die OP. Macht jetzt nicht den Ultraschaden. Da ist ein Geschütz irgendwo. Na, weg hier. Oh. Oh, oh, oh. Da besteht Handlungsbedarf. Das. Oh, da sind ja auch noch welche. So, erstmal ein bisschen Muni einsammeln hier. Es gibt's doch nicht. Okay, ich werde mir jetzt langsam doch mal eine Deckung suchen. Schild, bitte. Jetzt, danke. Renn doch nicht weg, wenn ich dich töten will. Nein! Ach, das ist geschützt. So, dann bekomme ich eine Nachricht bei Facebook. Warum jetzt? Ich habe keine Zeit. Sekunde, ich muss mal kurz. Oh, fuck. Das war die falsche Taste. Ich habe mal eben den Ton von meinem Handy ausgemacht. Geh doch mal. Nein. Panzerbrechen. Reicht jetzt. Man konnte doch irgendwie auch die Begleiter befehligen, die anderen Begleiter wiederzubeleben. Da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Irgendwie weiß ich das nämlich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist Liara wieder da und es ist auch gut, weil Liara ist wichtig für uns. So, ich hoffe mal, dass es das jetzt ein bisschen ruhiger wird, weil wir haben hier, glaube ich, ganz... Oh, nein. Da haben wir gerade ganz Turbo aus einer Hand. Habe ich das Gefühl. So, der ist weg. Nun gehe ich auf das Gefühl, dass wir gerade alles alleine machen. Die Begleiter helfen ja mal null. Aber noch sieht's gut aus. So, hier sind die. Nein. Ach so. So läuft der Hase. So, haben wir hier schon mal eins. Und dann haben wir hier das zweite. Das wird ziemlich knapp, Kommandant. Das wird ziemlich knapp. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Okay. Lauf. Dann snacken wir uns jetzt die Kanone. Oh, ich höre doch schon wieder welche. Und wo? Da. Hast du gedacht? Ich werde den Schild schießen. Da ist mal so ein Sturmschütze und da ist mir so ein Toter. Boah. So, weg. Entscheidet euch. Kampftechniker, die sind scheiße fies, weil die halt immer diese Geschütze aufstellen.
So. Wir laufen mal hier hin. Nehmen uns noch mal die paar Credits mit und dann klettern wir hier hoch. Kümmern uns um den und um den. Ist hier noch irgendwo einer? Oh, da sind noch ganz viele. Fuck. So. Mal gucken, wer stärker ist. Oh. Das war knapp. So, weg mit dem Techniker. Fuzzi, Furz, Fuck, Kack, Drecks, Arschkind. Du sollst die Konsole aktivieren. So. Kreuzer leitet Bombardierung ein. Sehr schön. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Ach so. Feuer! Nicht die Art von koreanischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht. Hätten wir uns vielleicht vorher mal angucken sollen. Ich wiederhole, direkter Treffer. Ein wunderschöner Anblick. Sehr gut. Okay, gute Arbeit von allen. So, das war's. Ach, das war's, Mensch. War ja eine flotte Mission. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Eckelt Ende. Genau so muss das laufen. Mal nochmal schön Credits, ein bisschen Ruf dazu gekriegt. Dann schauen wir hier nochmal rein. Zack, wir haben jetzt die Kroganer auf unserer Seite. Sehr schön. Irgendwie ist hier aber immer noch kein Unterschied. Verdammt, warum nicht? So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir uns hier... Seid doch froh. Gucken wir mal, was Trainer zu sagen hat. Mann. Rede doch mal mit mir. Können wir die nicht auf unsere Kabine einladen irgendwie? Hier das Mäuschen klären. Verstehst du? Wir sind ein einsamer Kapitän. Kapitän. Doch, Commander. Gruppenfähigkeit ansehen. Haben sie geschickter. Können wir mal gucken. Dann können wir sie, sie können optisch auch anpassen, oder? Naja. Da das Helle fast besser. Obwohl das Schwarze irgendwie auch besser hat. Naja, hat er schon die coole Ausrüstung hier. Ja, das sieht irgendwie besser aus. Ja, komm. Beenden. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir nicht hier. Aber wir können irgendwie... Was passiert, wenn wir das Aquarium benutzen? Gar nichts. Toll. Sehr schön hier. Gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir das Bett so angucke. Ja. Da ist auf jeden Fall Platz für zwei Personen. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal wieder ins Kampfinformationszentrum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis denn und tschaußen.